Servus aus Finale Ligure. Endlich mal wieder in der Sonne. Es ist zwar nicht ganz so warm, wie ihr seht. Ich bin hier, um mit dem Track VD Rennteam Techniktraining zu machen. Und warum eigentlich ein Profi-Rennteam Techniktraining braucht, erfahrt ihr in dem Video. Und was ist da los? Geile Bremse bekommen. Neue Bremse vom Mechaniker. Neue Bremse? Ja, ganz neu. Um dich nachher abzuhängen. Ja, mit der neuen Bremse wirst du mich nicht abhängen. Na klar. Du bremst ja noch mehr. Listen up, I gotta tell you. Ja, und was könnte man eigentlich Besseres tun, als die Fahrer mal selber zu fragen, was sie sich unterm Techniktraining so erhoffen? Hallo? Bestimmt einen Flow reinkommen. Sicherer mehr beim Springen. Sicherer Bikesitte. Spontan, schnell, die richtige Linie. Confidence, cornering speed, pedaling as less as possible. Energiesparend, flowig abzufahren. Spaß vor allem mit der Mannschaft. Und Flowarbeit. Es ist immer Luft nach oben, schneller werden. Also allgemein gesagt, gerade die XCO-Rennen werden immer technischer, die Strecken werden immer krasser, also es wird immer mehr abverlangt und neben der körperlichen Fitness ist die Technik meiner Meinung nach schon fast genauso wichtig, um effektiv diese Rennen fahren zu können und Körner zu sparen und sicher unterwegs zu sein. Ich habe Bernd nochmal selber gefragt, den Teamchef, warum er jetzt dieses Techniktraining ins Leben gerufen hat mit mir und schauen wir mal an, was der Bernd dazu zu sagen hat. Über Techniktraining kriegen die Sportler Sicherheit, über Sicherheit natürlich dann mehr Geschwindigkeit. Über Sicherheit kommt auch, es macht mehr Spaß zum Fahren, du entdeckst den Trail ganz neu. Aber wichtig im zentralen Punkt, jeder, der über das Techniktraining mehr Sicherheit bekommt, wird mehr Energie entfalten können. Und das egal ob Profi oder Breitensportler, dadurch wirst du einfach auch schneller. Deshalb. Und außer wir wollen ja Rennen gewinnen, also ist es gut, schnell zu sein. So, das Techniktraining ist gelaufen. Jetzt hoffe ich nur, dass die Fahrer auch wirklich happy sind. Ob sie happy sind, hören wir jetzt. Moin, Servus, Moin. Ich fühle mich auf alle Fälle sicherer, nie mehr ohne Dropper Seatpost. Mehr Sicherheit bekommen. Sicherheit und Speed. Looking more throughout the turn would help increase my speed. Oh, schauen durch die Kurve gehen. Mit dem Oberkörper mehr vorne runter und dadurch mehr Kontrolle über das Vorderrad und somit eine schnellere Kurventechnik. Wir haben alle eine super Gaudi zusammen gehabt. Also, ich hoffe, man konnte ein bisschen vermitteln, um was es geht, wie hier die Stimmung ist. Es soll für mich immer eine Mischung sein aus Spaß, aber auch wirklich lernen und was mitnehmen für die Rennen. Die gute Zeit steht im Vordergrund. Und dass ihr auch was von dem Ganzen habt, nur als kleine Ankündigung, im Sommer kommen YouTube-Videos mit Fahrtechnik-Tipps, die ich auch den Profis gebe für euch. Also seid gespannt. Ich freue mich drauf. Macht es gut dabei. Servus, der Andi.